Ich weiß, das ist nicht gerade die geilste Kulisse hier. Das ist PC-Hardware alles, also hat auch nicht mehr viel mit Minimalismus zu tun. Das sind noch Sachen, die noch nicht weggegangen sind und ich auch noch nicht weiß, ob die überhaupt weggehen. Ich wollte mich einfach mal kurz melden. Also ich habe jetzt noch mal 6 Trockenfastentage gemacht gehabt. Und ja, habe jeden Tag 3-mal hart trainiert an diesen Tagen, konnte damit meinen Stoffwechsel immer aufrechterhalten, so dass ich halt jeden Tag Energie hatte und weil das Training halt selber Energie generiert, diese Qi-Energie, die Energie, wovon wir eigentlich leben. Und also wir leben sozusagen von uns selber und dann kann ich halt Dinge tun, die die Energie erhöht, so dass ich halt die Gifte bei der starken Entgiftung kompensieren kann. Besonders am Tag 6 ist ein Trockenfasten 5 bis 6 Mal so heftig wie ein Wasserfasten von der Entgiftung her. Und es gibt halt schon Menschen, die an einem Wasserfasten nach einer Woche sterben. Die machen das halt nicht mit der richtigen Vorbereitung und auch nicht mit dem richtigen Wissen. Dann habe ich am 6. Tag allerdings mal nicht trainiert, weil ich gemerkt habe, dass meine Meditation viel stärker geworden ist. Also Meditation war für mich extrem essentiell. Ich habe darauf meditiert, halt die Dinge zuzulassen und dann aber auch direkt wieder loszulassen, dass ich den Widerstand einfach deutlich minimiere in meinem Körper. Ihr hört vielleicht auch, dass meine Stimme höher ist als sonst. Das ist auch, weil im Kehlkopf entgiftet wurde. Da ist halt Schleim weggekommen. Dann ist das nicht mehr so. Man wird halt insgesamt viel kindlicher, dadurch wieder viel jugendlicher. Der Alterungsprozess allgemein ist halt durch die Ernährung bedingt und durch die Geisteshaltung allgemein. Also es ist beides. Also ich hatte, wie gesagt, an dem 6. Tag dann nicht mehr trainiert gehabt, weil meine Meditation viel stärker wurde und ich dachte, dass das dann eventuell ausreicht, weil ich mich auch so gut fühlte und energetisch fühlte, habe dann aber trotzdem gemerkt am Ende des Tages, dass ja die Energie doch nicht mehr so war und ja noch nicht mal dafür mehr reichte, um halt eine normale Sporteinheit zu machen. Und das war mir zu blöd, weil ich halt momentan keine Zeit habe, um rumzuliegen, um einfach nur rumzuliegen. Ich habe einiges zu tun und deswegen habe ich halt auch immer so viel Sport gemacht am Tag, damit ich die Energie aufrechterhalten kann, weil ich dachte, dass das halt progressiv immer besser wird und ich immer weniger Sport brauche. Und das war auch so, weil ich halt in der Entgiftung schon relativ vorangeschritten bin. Es war dann auch so, dass ich immer weniger halt brauchte, aber ganz ohne ging noch nicht. Und dann war ich halt sozusagen schon fast in diesem Loch drin, aber ich wollte nicht ganz in das Loch rein, wo der Stoffwechsel so fast komplett brach liegt, wo man dann auch wieder tagelang braucht, um in seinen vorigen Status zu kommen. Also mein voriger Status ist ja auch nicht so, also in Bezug auf den Stoffwechsel ist das ja auch nicht so hoch. Oder lass es mich so ausdrücken, ich versuche nur das verständlich zu machen. Also die meisten haben halt einen höheren Stoffwechsel, also ich kann es auch nicht pauschal sagen, aber weil ich halt schon relativ weit entgiftet bin, ist der Unterschied zwischen Trockenfasten und meinem normalen Status, wo ich sowieso tagelang nichts esse, sondern nur trinke, jetzt nicht so extrem wie jemand, der dann 3-mal am Tag irgendwie vegane Kochkost oder so isst, um das so auszudrücken. Aber trotzdem wollte ich nicht in dieses Loch rein, und dann habe ich auch gemerkt, wie stark der Drang nach Zucker war. Nach Süßes, also das werdet ihr auch auf jeden Fall merken, wenn ihr fastet, wenn man die ganzen Gelüste mal ausnimmt. Das ist klar, dass man irgendwie Pizza, Döner und was weiß ich alles craved, weil man halt stark entgiftet. Aber wenn man halt ziemlich weit vorangeschritten ist, so dass man schon Probleme hat, zum Klo zu laufen, sage ich mal. Es gibt halt diese Entgiftungskrisen. Also an gewissen Tagen fühlt man sich extrem gut, an manchen dann extrem anders. Und dann ist das Erste, was man im Kopf hat, ist halt süßes Zucker.
Und ich hatte halt kein Obst mehr da aus finanziellen Gründen. Deswegen habe ich halt auch momentan keine Zeit, um rumzuliegen. Und es war ein Sonntag. Ja, und also ich habe da wirklich rumgelegen und sozusagen gelitten. Und das ist halt kein Problem, solange ich halt dann irgendwie noch was machen kann, Sport machen kann, mich ablenken kann, halt was machen kann, was mehr Energie gibt insgesamt, was mir halt die richtige Energie gibt. Aber ging halt nicht und dann war es halt sinnvoll, Zucker zu sich zu nehmen, aber ich hatte wirklich nichts mehr. Hab mir dann aber von meinen Eltern habe ich mir dann einfach einen Saft geliehen, also einen pasteurisierten Saft. Und das ging dann ziemlich ab. Also habe ich dann auch kein Problem mit in solchen Situationen, wo, also meistens ist halt, denke ich schon, dass es halt besser ist, dann mal eine Mahlzeit auszulassen, aber ich habe ja schon für 6 Tage Mahlzeiten ausgelassen. Und normalerweise ist das halt besser, als dann pasteurisierte Sachen zu sich zu nehmen, aber habe dann halt so einen Apfelsaft zu mir genommen. Boom, hatte ich Energie. Oh, sag ich euch, das war krass. Also es war richtig krass. Also nicht sofort. Das war eigentlich erst, also so richtig erst am nächsten Tag, wie das abging. Ich habe dann immer mehr und mehr und mehr Zucker gecraved insgesamt. Und wo war ich jetzt? Genau, ich habe mir dann noch eine Flasche Saft genommen, weil ich halt nichts anderes hatte und weil ich halt gucken wollte, wie das wirkt und so weiter, wo ich das alles schon in der Vergangenheit schon ausprobiert hatte. Aber worauf will ich denn jetzt überhaupt hinaus damit, indem ich das erzähle? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist das dann auf jeden Fall besser in so einer Situation, als nicht zu konsumieren. Also in so einer Situation auf jeden Fall, wo man schon 6 Tage lang halt nichts konsumiert hat. Zur Not kann ich mir auch vorstellen, sogar ein bisschen Honig in ein Glas Wasser einzurühren, einfach um den Zucker zu haben, weil dann geht es halt wirklich weiter, weil der stimuliert auf der einen Seite, auf der anderen Seite reinigt er stark. Also Energielosigkeit kommt halt daher, wenn man Eret gelesen hat, dann weiß man das, wie wenig Widerstand im Blutkreislauf vorhanden ist. Und bei einer Entgiftung ist natürlich sehr viel, werden natürlich sehr viel Schlacken transportiert und sind deswegen im Blut. Und das nimmt halt irgendwann Überhand und dann kann man sich noch nicht mal so richtig bewegen. Sport wiederum löst das und deswegen klappt es halt, hat es bei mir auch nur die ganzen Tage geklappt, wo ich dreimal am Tag Sport gemacht habe. So viel brauchte ich beim Trockenfasten. Weil Trockenfasten ist ja schon dreimal so stark entgiften wie Wasserfasten. Aber als ich das dann halt einen Tag mal nicht gemacht hatte, ging eigentlich fast gar nichts mehr. Es war dann einfach viel zu anstrengend, sich da wieder rauszutrainieren. Also es war richtig leid. Also nicht dieses Leid, das man so vom lang anhaltenden Wasserfasten kennt, sondern es war wirklich so, man hat Schwierigkeiten sogar zu liegen. Sogar das ist anstrengend. Hatte ich keinen Bock drauf und keine Zeit für, deswegen. Und Zucker also löst diesen Schleim, diese Gifte so effizient und ist gleichzeitig auch noch blutbildend. Das ist wirklich so essentiell, das ist wirklich das Essentiellste. Also wenn ihr ein allgemeiner Ernährungstipp braucht oder wollt, es muss bitte keiner meinen Weg gehen. Das ist nichts, was ich irgendwie jemandem empfehlen würde, halt nur die das halt wirklich möchten und mit denen das stark resoniert. Aber wenn ihr halt so allgemeine Ernährungstipps haben wolltet, dann ist der erste, dass das Zucker das Wichtigste ist. Ihr braucht eigentlich die ganze Zeit nichts zu essen. Und wenn ihr dann halt nicht mehr durchhaltet, dann nehmt irgendwas Zuckerhaltiges zu euch. In erster Linie natürlich Obst. Es gehen aber auch Obstsäfte, es geht pasteurisierte Säfte, es geht Dosenobst. Das ist natürlich alles nicht optimal und so weiter. Aber es ist besser als irgendwie Fleisch oder irgendwas. Und das nächstbeste ist dann halt wirklich gebackene Kartoffeln und ja, Getreide würde ich eher Bio-Getreide zumindest nehmen. Also zumindest darauf achten bei Getreide, weil die wirklich stark gespritzt werden. Das ist einfach viel zu heftig. Also ihr müsst eigentlich noch nicht mal Dinkel unbedingt nehmen oder sowas oder auf irgendeine Getreideart achten. Ich würde einfach nur
bei Getreide Bio nehmen, bei Kartoffeln braucht ihr das nicht. Würde ich mich wirklich daran halten. Das wird dann halt auch irgendwann zu Zucker umgewandelt. Das ist natürlich auch nicht optimal, dadurch entsteht Schleim wiederum. Aber wenn ihr halt darauf nicht verzichten könnt und das haben möchte, dann ist das so das nächstbeste. Hätte ich noch nicht mal diese Säfte gehabt und so weiter, hätte ich sonst nichts gehabt. Ich hätte auch sowas gegessen, auf jeden Fall. Ist dann ja, wie gesagt, nur einmal ungefähr. Ja. Ihr könnt euch auch zur Not, wenn ihr das halt haben möchtet, integrieren möchtet oder halt noch wollt, irgendwelche Süßigkeiten integrieren, die halt nicht besonders viel Fett dabei haben und die vegan sind. Also ich würde mich halt wirklich an eine vegane Ernährung halten, die sich auf den Makronährstoff Kohlenhydrate, in erster Linie Zucker ausrichtet insgesamt. Man braucht nicht wirklich viel zu essen. In erster Linie ist es halt wichtig, auch auf der anderen Seite anzunehmen oder zu wissen, dass die Energie eigentlich von einem selber kommt und dass das Essen sozusagen, also wir leben halt nicht von Essen, wir leben mit dem Essen. Das ist halt eine Regulation. Und die meisten brauchen das, deswegen ist es auch sinnvoll zu essen, um halt, ja, als Medikament sozusagen, ich will das gar nicht negativ werten oder sowas, sondern es ist einfach in dieser Welt so, dass man durch runterkommt, dass man sich dadurch wohlfühlt und so weiter. In dieser menschenfeindlichen Welt ist das nötig. Ich versuche das halt zu minimieren, um mehr zur Natur zurückzukommen, aber das ist halt wirklich sehr hart und sehr anstrengend, dieser Weg. Und sollte man eventuell auch langsamer machen. Also wenn man das über 15 Jahre oder so streckt, dann ist das kein Problem. Auf jeden Fall, ihr könnt dann halt auch vegane Süßigkeiten integrieren. Also mir fällt da jetzt gar kein Beispiel ein. Man kann auch mal eine Schokolade essen. Da würde ich halt wirklich auch Bio empfehlen, weil Kakao das am meisten gespritzte Lebensmittel der Welt ist. Also das ist das Schlimmste, was man sich überhaupt antun kann. Aber zum Beispiel Edeka führt eine Bio Fairtrade Zartbitterschokolade zum Beispiel. Aber es gibt halt auch, weiß nicht, Kekse, die mit Zartbitter. Es gibt bei Aldi Bio Haferkekse mit Zartbitter Überstrich. Aber wenn da halt nur so ein bisschen Schokolade Überstrich ist, könnt ihr das euch auch mal gönnen. Es gibt auch im Edeka veganes Magnum. Da ist noch ein bisschen Fett drin. Aber das meiste ist wirklich Zucker. Und Soja halt ein bisschen. Sowas könnt ihr auch integrieren. Das sind halt, ich habe sowas auch mal heute probiert wieder, so ein Eis, und habe dann gemerkt, ja, ich kann verstehen, dass das hat was, aber die Zwetschgen, die ich mir gleichzeitig gekauft habe, die deutschen Zwetschgen, schmecken einfach besser. Das ist halt nur so, dieses Eis ist halt nur so eine Nachahmung von Früchten, weil wir sind halt von Natur aus eigentlich Frutarier. Also wir sind beides, wir sind Breatharian oder Breatharian. Das heißt, wir leben von der Luft, von dem größten Teil, aber wir sind halt so unrein, unser Darm ist so geschädigt, dass diese Stoffe aus der Luft, diese Feinstoffe nicht mehr ausreichen, bei den meisten. Weil wir so blockiert sind, um das halt wirklich aufzunehmen. Und wir haben aber Verdauungstrakt und die anderen physiologischen, bio- und biochemischen Merkmale eines Frugivoren, eines Fruitarians sozusagen. Und da ist halt Zucker wirklich das Wichtigste. Und alles andere, was halt so viel Zucker enthält und worauf jeder steht, auch Eis und so weiter, das sind halt nur Nachahmung. Und wenn halt keine schmeckenden Früchte da sind, wenn halt wirklich keine schmeckenden Früchte da sind, kann Früchte in ordentlicher Qualität. Ich war heute im Edeka, die hatten zum Beispiel auch keine Bio-Orangen mehr. Und der Rest des Bio-Sortiments war 5 Euro pro Kilo. Und alles andere an Früchte haben mir nicht geschmeckt. Das ist mir auch gar nicht mehr wichtig an einem gewissen Zeitpunkt, ob die dann pestizidbelastet sind. Wenn ich sonst gar nichts anderes habe, dann nehme ich auch pestizidbelastetes. Das ist besser für mich noch als andere Sachen, aber die schmecken mir einfach nicht.
Und manche sind auch so pestizidbelastet, belastet, dass die deswegen nicht schmecken. Dann schmeckt man das einfach sofort und auch so chemisch und so weiter. Also war nichts da und was soll ich dann einkaufen? Ich habe mal dann dieses Eis eingekauft, also die Nachahmung von Früchten. Und ich habe auch mal so eine Pfefferminzschokolade mitgenommen. Die habe ich probiert, hat mir nicht geschmeckt. Also noch schlechter als die Früchte habe ich weggeworfen. War nur 1 Euro oder so. Ich habe versucht, das meinen Eltern zu geben, die mögen das nicht, deswegen habe ich es dann weggeworfen. Dieses vegane Magnum-Eis, das hat mir geschmeckt, aber ich war danach noch in einem anderen Laden, wo ich dachte, dass er schon zu hätte, aber der hatte bis 10 Uhr offen, nicht bis 9 Uhr. Und dann habe ich dann noch Zwetschgen bekommen und die haben mir besser geschmeckt. Also, wenn halt wirklich nichts da ist und so weiter und oder halt nicht schmeckt, dann würde ich auch sowas essen. Dann würde ich die ganze Zeit sowas essen, wenn ich, also ich brauche das Essen dann nicht, weil ich halt nicht davon lebe sozusagen. Aber so diese emotionale Geschichte und dass man sich dadurch wohler fühlt und im Jetzt einfach besser dann klarkommt und glücklicher ist, dann esse ich auch sowas. Damit habe ich dann auch kein Problem. Und besonders bei einem relativ reinen Körper ist das nicht mehr so, ja, nicht mehr so wichtig. Und wenn man halt wieder monatelang oder wochenlang sowas nicht isst oder in mehreren Wochen halt nur ein paar Mal oder so sowas zu sich nimmt und dann eventuell noch, also was ich machen werde, ist, dass ich heute irgendwann Flohsamenschalen mit Wasser gemixt trinke und die dehnen sich dann, weiß ich, das hundertfache ihres Gewicht aus im Darm und reinigen dann sozusagen alles durch, weil erhitzte Nahrung, gekochte Nahrung, die hinterlässt immer Spuren im Darm. Die ja, hinterlässt immer sozusagen Schlacken in Anführungszeichen. Und das wird dann halt einfach durchgereinigt durch die Flohsamenschalen und dann mache ich morgen einen Lauf einfach und dann hat sich die Sache. Habe ich kein Problem. Ich merke auf jeden Fall die Schwingungen sofort, sobald ich das esse, wie stark mich das runterzieht. Aber ich muss mich davon ja nicht runterziehen lassen, nur weil ich das merke. Ich mache mir dann halt bewusst, aha, ich lebe von mir selber und dann mache ich einfach weiter und werde einfach noch glücklicher. Ich lasse das gar nicht an mich ran, sozusagen. Ich merke halt trotzdem teilweise, wie das eine Auswirkung auf meinen Körper hat, aber es interessiert mich nicht, weil ich weiß, dass ich halt das sowieso danach wieder eliminieren kann. Ja, und das habe ich nämlich auch gemerkt durch die 6 Tage Trockenfasten, dass ja, es viel mehr gestärkt wurde, dass ich ja von mir selber lebe und nicht von externen Sachen, so dass halt ja dieser Fokus, ich musste jetzt was essen, einfach weg ist, man ist einfach befreit davon, man muss das nicht, nur wenn man halt wirklich Lust hat, ist man, also man isst dann einfach, wenn man Lust hat, aber wenn man einfach keine Lust hat, dann macht man das einfach nicht. Und versucht halt durch andere Tätigkeiten oder durch, ja, einfach, dass man glücklich ist, einfach dadurch Energie zu haben. Und nicht zu denken, ah, ich fühle mich jetzt nicht gut, ich muss jetzt was essen, um Energie zu haben. Nee, man einfach durch die eigene Freude und so weiter lebt man dann sozusagen. Davon lebt man dann sozusagen. Und auch befreit davon zu sein, dreimal am Tag essen zu müssen. Man kann den ganzen Tag aktiv sein und abends gönnt man sich vielleicht mal was oder isst auch mal einen Tag nichts. Und ich werde es halt weiterhin so machen, dass ich mich auf Fruchtsäfte fokussiere oder vielleicht Früchte. Also ich mache da jetzt kein so ein großes Tohuwabohu mehr rum. Ob jetzt Fruchtsäfte oder ganze Früchte oder wie oft und oder wie oft nicht, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich habe das jetzt bis zum Ende durchgedacht, also bis zu den Säften, bis zur Lichtnahrung, habe das dann auch 6 Tage durchgezogen. Der ursprüngliche Prozess geht eigentlich 7 Tage, aber ab dem 4. Tag stellt sich da schon was um. Und deswegen brauche ich mir gar keine Gedanken mehr darum zu machen. Mir ist das jetzt alles völlig egal und ich fühle einfach so eine gute Energie und ich merke halt trotzdem noch, dass mich
die Gesellschaft oder wenn ich in der Öffentlichkeit bin, zum Beispiel bei dem Einkaufen, dass mich da stresst. Und dieser Stress, der verursacht dann wieder irgendwas, dass man so Lust hat, sich zu füllen, um ja, damit die Energien nicht so an einen rankommen. Das habe ich schon noch, das kann ich noch bearbeiten. Aber das kann man halt auch durch Meditation erreichen, dass man dieses Bedürfnis nicht hat. Ja. Genau, weil die Gifte bei dem Trockenfasten so stark sind, so viel auf einmal sind, lernt man automatisch damit klarzukommen, wenn man halt immer weiter durchhält und weitermacht. Man lernt dann sozusagen das zu umgehen irgendwie. Ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Ja, dass man energetisch bleibt und weitermacht, trotz diesen heftigen Giften. Und das kann ich dann mitnehmen in den Alltag, dass es mir nicht mehr wichtig ist, was ich genau esse, weil ich halt diese, ja, weil ich die, also ich merke es halt schon bei gewissen, ich merke es halt schon bei Früchten, dass mich das erdet, ich merke es sogar beim Fruchtsaft, dass mich das erdet. Wie soll ich das erklären? Das ist so schwierig für den Verstand, also das verständlich zu machen. Aber selbst wenn ich dann halt so ein Eis essen würde, wo es mich überhaupt nicht hinzieht, weil halt reife Früchte für mich leckerer sind. Also ich esse halt wirklich nur das, man muss halt nicht mehr essen, sorry, wenn ich gerade so viel überlege, man muss halt nicht mehr essen, weil man denkt, man bräuchte das oder so, sondern außer den Zucker jetzt vielleicht. Also wenn ich halt 6 Tage lang nichts esse, dann ist es schon mal gut, ganz gut Zucker nachzuwerfen. Und es ist auch sinnvoll, öfter zu essen oder zu trinken, weil ich hatte halt wirklich irgendwann nur noch Tapetengeschmack im Mund, weil diese Giftstoffe, die Tapeten absondern, die kriegt man halt nicht mehr raus, weil der Stoffwechsel so niedrig ist. Und deswegen muss man halt, wenn man in einer Wohnung lebt, mehr zumindest trinken, als wenn man jetzt im Wald leben würde. Da müsste man vielleicht nur einmal die Woche halt wirklich was zu sich nehmen. Und deswegen würde ich in Zukunft auch eher nicht mehr in so einer normalen Wohnung leben wollen. Ja, aber man fühlt sich einfach total befreit. Das ist so richtig schön einfach. Man isst halt nur noch, worauf man Bock hat, wo man am meisten Bock drauf hat und probiert dann halt Sachen aus. Das habe ich in der Vergangenheit schon gemacht. Ich hatte ja diese Woche gekochte Nahrung vor 10-11 Wochen gehabt und habe dann gemerkt, ja, manches schmeckt halt schon ganz gut wie Pizza oder sowas, aber wenn ich dann Früchte esse, schmeckt mir das einfach besser. Aber ich würde auch trotzdem eine Pizza essen, wenn ich dann halt 6 Tage lang nichts hab und dann immer noch keine Früchte hab oder irgendwas hab, weil man dann einfach Bock hat, was zu essen, dann wäre mir das auch egal, besonders bei einem gereinigten Körper. Also ich mache halt wirklich das, was ich halt möchte. Es ist halt nicht mehr so, dass ich mich dazu dränge, gewisse Dinge zu vermeiden und gewisse andere Dinge mir rein zu pfeffern, weil ich denke, dass sie irgendwie gut für mich wären. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Also ich gehe wirklich nur noch nach Geschmack und Früchte schmecken mir einfach am besten. Die tun mir natürlich auch am besten, aber ich gehe nicht mehr danach, was mir am besten tut. Weil ich mir selber am besten tue, weil die Energie von mir selber kommt. Und dann brauche ich halt nicht mehr nachgehen, was tut mir am besten. Es tut mir das am besten, was wegbleibt. Also je mehr wegbleibt, desto besser tut es einem, weil die Energie von einem selber kommt. Und wenn dann aber manchmal dann halt was kommt, was eine niedrigere Schwingung hat als Früchte, dann ist das auch egal, wenn es auf lange Sicht das meiste wegbleibt. Also es ist so gesünder, einmal die Woche eine Pizza zu essen, als jeden Tag 3-mal jeweils 1 Kilo Früchte zu essen. Das glaube ich wirklich. Das ist halt das Phänomen Lichtnahrung ungefähr. Ja, und dann muss ich mir nicht irgendwie denken, ja, ich bin jetzt Frutarier, also brauche ich ganz, 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 ganz viel Zucker, muss mir 3-mal am Tag jeweils 1 Kilo oder sogar 2 Kilo Früchte reinhauen, das sind, also nicht für Jahrzehnte und so weiter. Man ist viel befreiter, man
auch mal einen Tag lang nichts essen oder 2 Tage nichts essen, holt sich dann mal vielleicht einen Fruchtsaft, auch wenn da irgendwie ein paar Pestizide drin sind, wenn man gerade einfach Lust drauf hat. Ich habe mir jetzt auch einen Fruchtsaft aus dem Penny geholt, der einfach im Kühlregal war. Kann ich auch eigentlich empfehlen. Kostet pro Liter nur 1,50, das ist dann halt roh, so ein Rohkost halt, weil die gekühlt sind. Das meiste darin war dann Apfelsaft. Äpfel sind halt schon teils belastet. Solange man keinen Saft holt, wo an erster Stelle Orange steht, weil die nämlich aufs Heftigste belastet sind, ist das eigentlich vernachlässigbar, sage ich mal. Sage ich zumindest jetzt, kann sein, dass ich in Zukunft anders denke. Ja, dann trinkt man halt mal so einen Fruchtsaft, wenn man keinen Bock hat, die sich selber zu entsaften, holt man sich da halt für 1,50 Liter Fruchtsaft. Ist immer noch besser als Bio-Dinkel-Pizza. So ein pestizidbelasteten Fruchtsaft. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft auch Pizza zu essen und oder andere Fertiggerichte, irgendwas, weil ich halt weiß, ich lebe halt nicht davon. Ich werde halt immer versuchen, das Beste rauszuholen, und wenn ich halt genug leckere Früchte habe, wie jetzt zum Beispiel die deutschen regionalen Zwetschgen, die in Hartreif geerntet worden sind, dann brauche ich keine Pizza oder sowas, weil die Zwetschgen halt besser schmecken. Das ist ja eine logische Sache. Aber wenn halt wirklich gerade nichts zu finden ist, dann esse ich auch das, und dann das wandelt der Körper dann auch teils in Zucker um. Und dann ist okay. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist stattdessen gedünstetes Gemüse zu essen. Weil da ist dann nichts drin, was ich gebrauchen kann. Also gedünstetes Gemüse hat auch seine Funktion, seine Regulationsfunktion, aber das ist eine andere. Und die ist dann für mich in dem Moment nicht wirklich relevant. Also die hat die Funktion, so zu erden und Mineralien zu liefern und so weiter. Das brauche ich alles nicht. Ich gucke eher, also mein Körper ist halt so rein, dass ich halt nicht sehr viel Mineralien brauche, und ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich zu erden. Genau, wenn ich das Bedürfnis hätte, mich zu erden, runterzukommen und den Stress nicht so an mich ranzulassen, dann habe ich auch kein Problem damit, 3, 4 Avocados zu essen. Auch wenn das Fett ein bisschen schleimbildend ist und so weiter. Da versuche ich dann auch wieder die beste Choice zu machen, sozusagen. Hol mir dann 4 Avocados oder 3. Falls ich halt reife finde, dann ist mir auch egal, ob die Bio sind. Wenn ich das nicht finde oder gerade nicht da habe in dem Moment, weil ich kann mich auch nicht immer vorrätig haben, weil ich esse die so selten und dann werden die schlecht. Wenn ich ja kein vorrätig habe, kann ich mir dann auch vorstellen, was Veganes, gekochtes zu essen. Ein paar Scheiben Brot oder so, bis man sich halt wohlfühlt. Oder, nee, genau, Nüsse. Nüsse wären da zum Beispiel besser. Die kann man auch vorrätig halten. Dann werde ich mir einfach halt ein paar Nüsse holen. Und das ist mir dann auch egal, ob das dann Cashewnüsse sind, die Stärke enthalten und Schleim bilden. Ist mir dann auch egal. Da ist mir dann auch egal, ob die gekocht sind. Aber ich versuche dann trotzdem die besten Choices zu machen. Also ich kaufe mir jetzt nicht absichtlich dann gekochte, weil rohe schmecken mir einfach besser. Ist einfach nur eine Sache des Geschmacks mittlerweile. Ja. Ja. Trockenfrüchte. Und wenn das halt nochmal so passiert mit dem Zucker, dass man halt nichts da hat, da werde ich jetzt mir dann immer, wie ich das früher auch mal gemacht hatte, immer Bananen einfrieren, dass ich halt Bananen habe, die ja gefroren sind, damit ich zur Not was hab. Und wenn ich das nächste Mal einen längeren Zeitraum nichts essen, nichts trinken sollte, dann werde ich mir dann auch so ein Fruchtsaft, von Penny, so ein Rohkost Fruchtsaft dahinstellen, oder 2 am besten, dass ich mir die einfach in den Kühlschrank stelle, falls ich dann halt keine frischen Früchte da habe. Ja, am besten sogar, wenn ich mir einfach so eine große Melone einfach irgendwo hinstelle und ja, die dann entsafte zur Not. Das wäre so das Beste. Aber das war jetzt halt eine Sache aus finanziellen Gründen, dass ich halt auch nichts mehr hatte, also für die Woche zumindest nicht, und nichts mehr einkaufen konnte. Und dann habe ich halt gefastet und ja, hatte dann auch so keinen Zucker mehr, habe dann diesen pasteurisierten Saft gehabt, war halt in Ordnung. Also ich mache das auf keinen Fall mehr so, also, dass ich das halt so irgendwas durchziehen müsste oder so. Ja, kann ich dazu noch was sagen?
Vielleicht eine Sache noch. Ich gucke mal kurz in ein Dokument rein. Das hatte ich mir nämlich so ein bisschen aufgeschrieben, was man so essen könnte eventuell. Ja, also wie gesagt, das nächstbeste zu Zucker. Also Zucker ist ja klar, erstmal Früchte und Fruchtsäfte. Danach gekaufte Säfte, dann kompasteurisierte Säfte und Dosenobst und sowas. Und dann kommen irgendwelche Süßigkeiten. Es gibt zum Beispiel auch Gelee-Bananen, also einfach gekochte Bananen, also erhitzte Bananen. Genau, Trockenfrüchte kommen noch vorher. Also vor dem pasteurisierten Saft kommen rohe Trockenfrüchte, es sind aber nicht immer alle roh im Supermarkt. Aber ist dann auch egal. Sowas kann man sich auch hinstellen. Aber ich finde halt so ein Saft aus dem Penny, so ein Rohkostsaft eigentlich noch besser als so Trockenfrüchte. Also ich habe auf jeden Fall mehr Lust auf Saft als auf Trockenfrüchte. Ja, Trockenfrüchte wäre halt noch so. Und das nächstbeste, um dann halt irgendwie Zucker zu liefern. Also ich weiß nicht, wie das mit Topinambur ist. Das hat ja Inulin. Ich weiß nicht, ob das in Zucker umgewandelt wird. Das nächstbeste wäre halt wirklich sowas wie Kartoffeln und Süßkartoffeln und dann kommt halt sowas wie Getreide. Es kann eine vegane Pizza sein, da kann halt auch ein bisschen Käse drauf sein, ist dann auch erstmal egal als Ausnahme. Einfach das, was dann am besten schmeckt. Und das liefert dann ja auch Energie, weil es einem dann so gut schmeckt und deswegen finde ich das dann auch sinnvoll in so einem Moment, weil man lebt halt eh nicht davon und braucht es halt nicht so oft. Aber ich weiß nicht, ob ich das für die Allgemeinheit empfehlen kann. Also ich kann jetzt nur von mir selber sprechen eigentlich, weil es halt sehr viel mental mit dem mentalen Zustand zu tun hat, ob das für einen geeignet ist oder nicht. Das muss man bei jeder Person individuell feststellen. Das ist halt die Sache. Also bei mir ist das halt so, dass ich merke dann auch schon, wie das dann entzündlich auf den Körper wirkt. Ich habe dann überall dieses Gefühl von, dass das so Flammen in einen aufsteigen, dieses Sodbrennen und so weiter. Ich merke dann auch, dass die Gelenke irgendwann knacken, weil da irgendwie wahrscheinlich deshalb, weil diese ganzen Säuren, nämlich die Mineralien, aus den Knochen ziehen, um das zu neutralisieren, weil die Mineralien, die neutralisieren ja die Säuren. Also es wirkt halt als säuerlich auf den Körper. Das merke ich also schon, aber das ist mir in dem Moment egal und weiß dann, am nächsten Tag ist das wieder weg. Das ist einfach wieder weg. Weil man braucht dann nicht Mineralien neu nachschieben, damit das weggeht, sondern man lebt halt von sich selber. Und deswegen ist das am nächsten Tag einfach wieder weg und man kann weitermachen. Und deswegen interessiert mich das dann auch nicht, weil das dann so einfach nur zeitweise ist. Insgesamt. Ja, Getreide, Nudeln, Pizza, Brot. Kann auch halt Salz drin sein und so weiter. Da kann man ja alles draus machen. Man kann auch irgendwie Kartoffelauflauf machen, vegan. Ich würde mich da halt wirklich ans Vegane halten. Sonst wird es einfach zu krass, um das irgendwie zu kompensieren mit dem Geist, sage ich mal. Ja. Also was halt geht, ist Honig. Also das ist halt auch reiner Zucker. Also das ist das nächstbeste zu pasteurisierten Säften. Also was danach kommt, wäre für mich wirklich halt ein Glas Wasser mit Honig eingerührt oder besser noch Agavendicksaft, dann ist das auch Rohkost immer noch. Also das kann man auch immer da haben, wenn man halt nicht so auf Trockenfrüchte steht oder sowas oder halt die Flüssigkeit noch haben will, dass man sich da einfach halt eine Tube Agavendicksaft hinstellt aus dem Edeka Bio für 1,80 und dann einfach Wasser oder gefiltertes Wasser. Dann hat man da auch seinen Zuckernachschub, wenn man auch fastet irgendwie. Also bis 200 Kalorien am Tag sogar, wird immer noch als Wasserfasten gewertet vom Körper, weil er halt dann nicht wieder umstellt auf Zuckerstoffwechsel. Also da könnte dann schon sogar täglich dann Zucker einrühren. Ja. Und zusammen mit Sport, könnte dann wirklich sehr energetisch bleiben in einem Wasserfasten. Also die meisten nicht, aber ich kann das halt mittlerweile. Da bin ich schon befreit genug und da bin ich sehr froh drum. Und ach, das befreit einen so krass, ey. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es geht halt erst richtig los bald. Und dann gibt's halt sowas wie Gemüsetortellini und alles. Ihr könnt euch ja mal
bei Rezeptfuchs oder sowas. Da könnt ihr euch informieren. Das sind, glaube ich, 94 Seiten mit allen veganen Produkten aus dem Supermarkt. Da könnt ihr euch mal durchgucken, was es da halt alles so gibt, worauf ihr am meisten Bock habt. Also ich habe das wirklich auch mal gemacht. Besonders im Fasten beschäftige ich mich halt immer viel mit Essen, weil da halt die ganzen Gelüste halt kommen durch das Entgiften von diesen Sachen. Man merkt dann auch teilweise, was man gerade entgiftet. Ja, Mandelmilch zum Beispiel aus dem Supermarkt oder halt auch so eine Vanille-Sojamilch hat halt auch Zucker, ordentlich Zucker, kostet auch nicht viel. Ich glaube im DM 95 Cent ein Liter. Also wenn ihr dann auch gerade keinen Saft habt oder sowas oder einfach mehr Bock drauf habt, dann könnt ihr euch auch so ein Soja-Vanille-Drink nehmen, wo halt Zucker drin ist. Ist halt alles nicht optimal, aber in manchen Fällen besser als nichts. Und hält einen glücklich und aufrecht. Ja. Da. Ja, das wäre es eigentlich. Und ihr müsst auch nicht darauf achten, dass das irgendwie fettfrei ist alles. Es kann auch mal Fett beinhalten. Wenn das halt nur ab und zu ist, ist das auch in Ordnung. Hauptsache, dass halt auch genug Zucker dabei, damit man energetisch bleibt. Ja, was ich halt zum Beispiel nicht empfehlen kann, ist sowas wie Twix oder diese ganzen herkömmlichen Süßigkeiten. Da würde ich dann schon lieber so, also es gibt zum Beispiel im DM so Zartbitterriegel, auch mit Marzipan mal oder so, oder einfach Trockenfrüchte oder ja, frische Früchte, wenn ihr das kriegt. Also mir schmecken frische Früchte besser als Twix, muss ich sagen. Also ich habe es halt ausprobiert mit diesem Eis zum Beispiel oder anderer Schokolade. Früchte schmecken einfach besser. Ihr könnt auch Chips holen euch zur Not. Da ist dann halt auch Fett dran. Ansonsten halt sind das halt Kartoffeln, wird auch teilweise in Zucker umgewandelt, die Stärke. Sowas könnt ihr euch zur Not dann auch mal antun. Also wenn das halt wirklich nicht häufig ist und ich würde halt schon darauf achten, dass das halt fettarm ist generell, aber es muss nicht immer sein, sage ich mal. Das wären dann so allgemeine Ernährungstipps. Also zusammen, wenn man halt ab und zu mal fastet, ich sag mal zumindest zweimal im Jahr, und Fasten macht, dann finde ich, ist das für die meisten doch eine sehr gute und durchhaltbare Ernährungsform. Ja, und ich will dann auch nicht das Video noch weiter in die Länge ziehen. Bei Fragen gerne fragen, weil es eventuell ein etwas anderes Video. Ja, es ist so geil, muss ich ehrlich sagen. Ach ja, ist das schön. Was ich noch sagen kann, ist, ich werde wahrscheinlich als nächstes doch eher, also ich habe hier einen Wagenplatz gefunden, also ein sogenanntes Wagendorf oder Wagenplatz. Ist hier direkt in Geldern, das ist einfach nur die Straße runter, 5, 6 Kilometer oder 7, also 20 Minuten mit dem Fahrrad auf jeden Fall. Und dann ist da ein Wagenplatz und ich würde das jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich halt ein bisschen Geld mir anarbeiten werde. Halt nur ein bisschen, so ein paar hundert Euro oder so, und mir davon einfach einen Bauwagen, einen gebrauchten, besorgen werde. Und mir den da hinstelle, dann habe ich die 300 Euro Miete oder was man da alles zahlt, habe ich dann weg. 300 oder 350. Und diese ganzen Nebenkosten und Zusatzkosten. Und hast du nicht gesehen, es fällt dann quasi alles weg. Die haben einen Wasseranschluss und einen Stromanschluss. Und das kostet meistens so 20, 30 Euro im Monat. Ja, das wäre dann sozusagen die gesamte Miete. Und ich finde das ja eh geil, in einem Baumwagen zu leben. Das ist halt minimalistischer und ich merke halt sowieso, dass ich mit dem ganzen Platz hier nichts anfangen kann. Ich bin sowieso erstens sowieso in, ja, meistens in geistigen Welten unterwegs, dass mich das gar nicht kratzt, wo sich mein Körper gerade befindet. Hauptsache, es ist nicht zu kalt und es regnet mir nicht auf den Kopf. Das ist mir eigentlich nur das Wichtigste, dass ich halt so ein bisschen Schutz habe, aber mehr brauche ich eigentlich nicht. Und besonders tagsüber und im Sommer ist die Natur doch unser Zuhause. Und die hat man dann da und dann ist man einfach draußen und macht da Dinge oder liegt auf der Wiese und macht seinen mentalen Kram. Und das dann noch
viel schöner dekoriert als so eine Wohnung, finde ich. Und da fühlt man sich auch noch viel freier. Und dann weiß ich nicht, warum ich dann Geld dafür zahle, dass ich mich selber einsperre. Ich meine, es ist doch so. Das ist total verrückt eigentlich. Ja, dann wird die ganze Miete halt wegfallen. Dann braucht man halt nur irgendwie so ein bisschen arbeiten, vielleicht sogar mit Online-Business. Dann holt man sich einfach so ein Internetstick für, weiß nicht, 5, 8 € im Monat. Macht dann ein bisschen Online-Business, dass man so 100 € im Monat verdient. Dürfte ja kein Problem sein. Und dann hole ich mir halt so ein paar Früchte und ein paar Lebensmittel, dass ich paar Mal die Woche was trinken, was essen kann. Und das finde ich dann erstmal einen sehr guten Übergang, was ich auch jahrelang mir vorstellen kann, bis man halt Leute findet, um eine einheitliche Gemeinschaft sozusagen aufzubauen. Also das ist so mein Zukunftsweg, sage ich mal. Das versuche ich spätestens nächstes Frühjahr umgesetzt zu haben. Ja, und das ist dann immer noch in der Nähe halt von meiner Familie und von meinen Freunden. Also es sind sogar Freunde, die nur 2 Kilometer entfernt wohnen, Fahrrad. Der andere wohnt vielleicht 5 Kilometer entfernt, meine Eltern 6, 7 Kilometer und meine anderen Freunde 15 Kilometer. Was auch mit dem Fahrrad ziemlich einfach ist. Ich muss eigentlich nur eine Straße die ganze Zeit runterfahren. Und da bin ich dann auch in 30, 40 Minuten da. Und ja, zur Not kann man sogar auf diesen Wagenplatz können, man kann da alles machen. Man kann in der Natur sein, man kann so kreativ sein, wir können unsere Karten spielen, wir könnten sogar eine LAN-Party zur Not machen. Ein paar nehmen dann ihre Laptops mit. Ich zahle dann vielleicht ein bisschen mehr Strom an den, der sich darum kümmert, dass da alle Strom haben. Es würden sogar ein paar richtige Rechner da reinpassen. Das kann man alles machen, was man in der Wohnung auch machen kann. Besonders im Sommer, da ist einfach die Natur die Wohnung und dafür braucht man nicht zahlen. Und wenn man dann noch die ganzen Fruchtbäume hätte, dann müsste man auch für das Essen nichts zahlen. Ist doch total verrückt, dass wir für all diesen Quatsch zahlen müssen und dafür arbeiten müssen. Ich meine, ich arbeite ja sehr gerne und ich glaube daran, dass jeder Mensch sehr gerne arbeitet. Aber die meisten haben ja wirklich nicht die Arbeit, die ihnen auch am meisten Spaß macht. Das ist halt das Problem dabei. Ja, aber ich